eigentlich bis nach Waterpoint 1 ist perfekt gelaufen. Für mich auch, bis zu meinem Sturz dort, irgendwie einen blöden Stein verwirrt, auch jetzt nach aufgefahren und dann jetzt mit dort in die Weinberge rausgejagt. Ja, dann musste ich zuerst ein bisschen schauen, was los ist. Ich spürte, dass der Kopf weh tut und so. Und ja, jetzt vor allem, ich habe einfach gemerkt, dass ich auf den dann extrem gelitten habe. Dann bin ich Teammanager von Sarah und Laura und warte jetzt, bis sie ins Team kommen. Und ja, schaue, dass alle möglichst happy sind. What is your job here at the Epic? Tell me. Carrying bags, looking after Sally and Esther, and yeah, looking up for the team here and all, with Indra. So these are hard days for you as well, huh? Long, yeah, long days. Early rising and late sleeps, but we're getting used to it. And what's your main job, Hendrik? What are you doing the whole day? Relaxing and having fun and relaxing. Huh? Yeah. Best holiday ever. Gehört, du hast Geburtstag heute. Zum Geburtstag viel Glück. Helena Randwig, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Milena. Happy birthday to you. Meistens ab der 1 oder so können wir anmassieren. Je nachdem geht es halt mal länger und mal weniger lang. Je nachdem, wie streng der Tag war. Wie viele Fahrer sind insgesamt da, die massieren? Kommt jeder jeden Tag? Es kommt jeden Tag. Profis zum Teil zweimal. Ja, wie viel pro Person sind so? Ich weiß nicht, 6 bis 7. Mhm. So etwas. Gehen Sie ein Meerendal-Rennen auch ohne Physiotherapie? Oder ohne Massage? Es geht schon, aber da muss man so einfach sehr, sehr gut arbeiten mit Eisbädern, Selbstdisziplin, Selbstmassage ein bisschen. Aber man kriegt sicher nicht die Qualität her, wie mit Physiotherapeuten oder guten Masseuren.